Ich liebe und verehre ausschließlich das schöne Geschlecht und werde folglich wiederum von ihnen geliebt. Mein Herz lehnt sich gegen jegliche andere Liebe auf. Diese Worte aus dem 18. Jahrhundert entstammen dem Tagebuch von Anne Lister, die wegen ihres herausragenden Selbstbewusstseins und ihrer homosexuellen Art als erste moderne Lesbe gilt. Sie war ein echtes Kind der Aufklärung, einer intellektuellen Revolution, die indirekt durch die Reformation Martin Luthers im 16. Jahrhundert angestoßen wurde. Nach der Dunkelheit des Mittelalters kam es während der Aufklärung zu radikalen Veränderungen in der Sicht auf die Gesellschaft, das Individuum und natürlich Sex. Aber es sollte auch lange dauern, bis sich diese neuen Ideen und Vorstellungen in der Gesellschaft durchgesetzt hatten. Ich bin Felix und willkommen zu Einfach Geschichte. Lasst mich euch doch in meinen Salon einladen. Hier gibt es allerdings keinen Haarschnitt oder sonstige kosmetische Behandlung, denn in meinem Salon wurden deftige Diskussionen über bedeutsame Themen durchgeführt. Die Salonkultur wird üblicherweise mit dem Paris des 18. Jahrhunderts assoziiert, aber der Grundgedanke war in allen Zentren der Aufklärung vorhanden. Wohlhabendere öffneten ihre Anwesen für intellektuelle Debatten während des Abendessens. Und sie gründeten Vereine, um über Dinge zu diskutieren, die während der Reformation schon von Martin Luther angesprochen worden waren. Er hatte die bis dahin durch die Kirche propagierte ausschließliche Wahrheit in Frage gestellt und behauptete, ihre einzige Quelle sei die Heilige Schrift, die Bibel. Es war aber noch ein großer Schritt vom Anfechten des kirchlichen Wissens bis hin zu Auseinandersetzungen über die menschlichen Grundrechte und das eigene Ich als Quelle der Vernunft. Von ihren Liebhaberinnen wurde Anne Lister Fred genannt und in höheren Kreisen Gentleman Jack. Sie stand nicht als einzige den althergebrachten Traditionen feindlich gegenüber, die Sex außerhalb der Ehe strikt verurteilten. Im 18. Jahrhundert wurden überall Rufe nach mehr Freiheit laut. Solange man mit seinem Handeln niemanden schadete, war es auch nicht schädlich, so der Gedanke. Der große Philosoph Jeremy Bentham kämpfte mit seinen eigenen Vorurteilen, als er sich mit Homosexualität beschäftigte. Obwohl er zugeben musste, dass ihn die Vorstellung anwiderte, kam er zu dem Schluss, dass es von Gott gewollt sein musste, Homosexualität nichts Falsches sein könne und Sex in allen Variationen die erfüllendste Quelle von Vergnügen sei. Ich frage mich allerdings, wie er das wissen konnte, weil er nämlich während die Menschen in den aufkeimenden Städten des 18. Jahrhunderts eifrig der körperlichen Lust fröhnten, allein in seinem Studierzimmer saß und versuchte, dieses Vergnügen mathematisch zu beweisen. Es wäre allerdings falsch zu glauben, Aufklärung bedeutete Freiheit für alle. Ein Teil des Problems machte das Dilemma aus, in dem sich die Bewegung befand. Man wollte alles beweisen und verstehen und entwickelte neue Vorstellungen über Freiheit und das Individuum. Die Hinwendung zu Naturwissenschaften benötigte aber Klarheit und Definitionen. Und das bedeutete, Menschen in Kategorien einzuordnen. Am Ende des 19. Jahrhunderts galt daher jeder, der nicht ins Bild normalen sexuellen Verhaltens passte, als Homosexueller, Nymphomanin oder sogar als Krimineller. Forscher suchten sogar nach einer biologischen Grundlage für normales Sexualverhalten. Sogar jene, die selbst nach den damaligen Standards anders waren als der Rest der Gesellschaft, wie beispielsweise der deutsche homosexueller Arzt und Sexforscher Magnus Hirschfeld. Wer bestimmte also, was normal war? Tja, wie üblich waren das reiche und mächtige Männer. Selbst die Freidenker befürworteten nur das mehr oder weniger frei herumexperimentieren von Männern der Oberschicht, solange es normal war, also heterosexuell. Tatsächlich war das 19. Jahrhundert trotz der zahlreichen Literatur, die Homosexualität rechtfertigte und der stichhaltigen Argumente, die diese Literatur stützten, eine Epoche der wiedererstarkenden Brüderie. Das lag zum Teil daran, dass religiöse Ansichten in Gesetzesbücher übernommen wurden. Vielmehr war es aber eine Folge des britischen Konservatismus, der gegen alles rebellierte, was er als gefährlichen Kontrollverlust ansah. Beispiele dafür gab es genug. Eines davon war die Französische Revolution, der zahlreiche kleinere Rebellionen folgten. Lockere die Regeln und die Masse der einfachen Leute überziehen die Oberschicht mit Chaos, war die Behauptung der Konservativen. Dann gab es den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und den darauffolgenden Verlust dieser bedeutenden englischen Kolonie.
Und daheim in Europa stieg die Bevölkerungsanzahl enorm an. Überall gab es Dreck, Elend, Armut und Kriminalität. Die industrielle Revolution hatte große Städte entstehen lassen, aber die Infrastruktur hatte nicht mit dem Wachstum mithalten können. Ökonomen wie beispielsweise Robert Malthus sagten gesellschaftliche Verwerfungen voraus, wenn nicht bald strenge Regeln für die Geburtenkontrolle gefunden würden. Mit der wiedererstarkenden Kirche wurden auch andere Vorstellungen und Werte wieder populär. Eine Zeit der Enthaltsamkeit begann. Menschen trugen Schwarz und Sex wurde wieder ins Verborgene verdrängt. Neue Bewegungen wie die der Quäker und der methodistischen Kirche wurden zu Synonymen für das Bestreben in der Gesellschaft, wieder mehr Sitte und Anstand zu etablieren. Der britische Politiker William Wilberforce, dessen Aktionen im Jahr 1833 unter anderem zum Slavery Abolition Act führten, machten aus dieser Reformation der Manieren eine weitere große Kampagne. Außerdem war er ein lautstarker Befürworter von Organisationen wie der Society for Suppression of Vice. Dies führte dazu, dass das Ansehen von Frauen weiter herabgesetzt wurde. Und tatsächlich war die Ignoranz weiblicher Sexualität wieder gesellschaftsfähig geworden. Verglichen mit den relativ großen Freiheiten, die besser gestellte Frauen wie Anne Lister im 18. Jahrhundert genossen, war dies ein großer Rückschritt. Einige wenige Außenseiter versuchten dagegen anzukämpfen. So wurde Oscar Wilde 1895 wegen Homosexualität inhaftiert. Sein Kollege D.H. Lawrence veröffentlichte im Jahr 1928 seine erste Version von Lady Chatterley's Lover, in dem es um eine Beziehung zwischen einer Frau aus der Oberschicht und einem Arbeiter geht, die sehr anschaulich geschildert wird. Im Jahr 1960 veröffentlichte der Verlag Penguin Books gezielt eine unzensierte Version der Geschichte, in der sexuelle Szenen explizit beschrieben wurden. Man wollte damit den kürzlich erlassenen Obscene Publication Act, also ein Gesetz gegen Obszönitäten, herausfordern. Wie zu erwarten, reagierten die britischen Autoritäten prompt und strengten einen Prozess wegen Obszönität an. Nur wenige Jahre später spazierten Frauen in Miniröcken durch London und genossen freie Liebe. Die Eröffnungsrede des Hauptstaatsanwaltes erscheint im Gegensatz dazu hoffnungslos veraltet und fehlgeleitet. Er fragte die Jury, ob sie es vertreten könnten, wenn junge Söhne, junge Mädchen, denn Mädchen können lesen, ebenso wie Jungen, dieses Buch lesen. Ist das ein Buch, das sie in ihrem eigenen Haus herumliegen lassen würden? Ist das ein Buch, das sie ihrer Frau oder ihren Angestellten lesen lassen würden? Das war übrigens ein Zitat. Die konservative Denkweise vom Ende des 19. Jahrhunderts hatte noch immer enorme Auswirkungen. In den 1920ern kam es zu einer kurzen Gegenbewegung. Sie war geprägt vom amerikanischen Hedonismus und Partys wie in The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Auch in der Weimarer Republik war eine solche Entwicklung zu beobachten. Sicherlich war einer der Gründe für diese Verhaltensänderung, dass man die Schrecken des Ersten Weltkrieges hatte vergessen wollen. Mit dem Aufkommen des Faschismus und dem Aufstieg des nationalsozialistischen Deutschlands wenige Jahre später wurde diese Entwicklung jedoch wieder ein Riegel vorgeschoben. Sex wurde wieder in das alte Schema zurückgedrängt. Zwischen einem verheirateten Ehepaar war es in Ordnung, aber in jedem anderen Kontext verpönt bis verfolgt. Noch heute beschäftigt uns ein Hauptproblem der Aufklärung. Wir wollen Freiheit, aber dazu muss man diese erstmal definieren. Und das schränkt ein. Eine der aufklärerischen Grundideen ist, dass Sex und Privatsphäre durch ein verfassungsmäßiges Recht geschützt werden sollte, und dieses Recht ist mittlerweile in der Verfassung vieler Staaten festgelegt. Aber trotzdem urteilte der Supreme Court der USA 1980, dass privater, im beidseitigem Einvernehmen der durchgeführte Geschlechtsverkehr zwischen zwei Männern per se unmoralisch und strafbar sei. Und auch die Regierung Großbritanniens untersagt in einem Gesetz jedwede Aktion, die Homosexualität in Schulen publik machen könnte. Beide Gesetze waren bis 2003 in Kraft. Übrigens verloren schon vor Anne Lister viele Frauen ihr Herz an andere Frauen. Auf der griechischen Insel Lesbos soll in der Antike eine leidenschaftliche und vielleicht lesbische Dichterin namens Sappho gelebt haben. Was es mit der Insel Lesbos auf sich hat, erfahrt ihr hier oben. Was denkt ihr, muss Freiheit erst definiert werden, um begründet werden zu können? Sind sexuelle Angelegenheiten Privatsache? Wenn ja, wieso werden dann besonders sexuelle Themen von der Presse immer so aufgebauscht? Warum interessieren uns Skandale am meisten, wenn sie eine sexuelle Komponente haben? Sagt uns eure Meinung zu dem Thema und vergesst nicht, einfach Geschichte zu abonnieren. Und in diesem Sinne, betet euch. Aufklärung ist wichtig. Wichtig, 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 popichtig. Wichtig.